Hi, ich bin Zacki. Nein, Spessel, natürlich nicht. Wäre ich gern, ja. Nein. Heute wieder unterwegs zu einer kleinen Sonntagsrunde. Und ja, natürlich hier nicht allein. Max, wir wollen hier keine Bäume fällen. Hallo. Komm. Ja, also auf jeden Fall, nichtsdestotrotz, ja, heute natürlich ein trüber Tag und ja, Nebel hat sich heute Morgen ein bisschen verzogen und der November Blues hält hier seinen Einzug auch natürlich, also nicht bei mir, aber das ist wirklich so ein Wetter, wo viele Leute in der Dunkelheit gar nicht so umgehen können, habe ich jetzt schon mal festgestellt, oder das trübe Wetter. Ja, nichtsdestotrotz, wir haben ja den Wald, unsere Natur. Da ist die Sache natürlich schon ein bisschen angenehmer. Und ja, ich habe meinen Rucksack gepackt, habe das ein oder andere neue Gadget, beziehungsweise das eine Gadget, das werde ich euch nachher nochmal zeigen. Max, bitte. Hallo. Aus. So. Und ja, wenn ihr mich begleiten wollt, dann kommt gerne mal mit. Bis gleich. Ja, wir sind jetzt hier den Weg runtergekommen, ja, und hier könnt ihr mal schauen, total genial, hier mittendrin ein wunderschöner Lagerplatz wäre das gewesen, wenn nicht hier ein Hochstand gebaut werden wäre. Ja, natürlich hier wollen wir natürlich keine jagdliche Arbeit stören, deshalb ist natürlich das hier leider als Lagerplatz tabu, aber das wäre ein schöner Lagerplatz, hier direkt am Wasser, schön. Der fließt dann hier runter und geht dann hier unten weiter als kleiner Bachlauf. Und da oben, hier, da ist die Quelle. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Max, komm. Das fließt dann hier rein. Hier weiter. Anscheinend bis da oben hin. Hier ist auch noch mal, hier wird auch noch mal gespeist. Hier kann man das noch mal schön sehen. Aber schaut euch den Platz mal an, der ist doch wirklich ein Träumchen. Herrlich. So, jetzt gehen wir mal weiter hier und gucken mal zur Quelle. Ja, ich denke mal, dass hier natürlich auch viele Wildtiere sich tränken werden. Und von daher gesehen ist das natürlich wahrscheinlich auch hier hinten zur Jagd prädestiniert, um da was zu schießen. So, jetzt schauen wir uns mal an, wo es hier zur Quelle geht. Ich denke, das geht hier weiter. Oder hier vorne. So, das sieht doch schon mal gut aus. Ja, und wie es aussieht, entspringt das hier aus diesem Bereich. Und läuft dann hier so den Berg runter. Hier auch schön Baumpilze. So, na, dann gehen wir mal wieder zurück und gehen mal da hinten in den Teil des Waldes. Wer wird denn da drin wohnen? Jetzt geht die erstmal hoch hier. Ich weiß nicht, aber vielleicht kennt ihr diese Zeichen hier. Ich
denkt man, dass das alles Bäume sind, die gefällt werden mit den roten Strichen. Vermute ich jetzt einfach mal. Naja, weiter geht's. Hier schöne Wildwurzaktivität. Ja, ich denke hier die zwei Bäume passen direkt, um es uns gemütlich zu machen. Hier mal ein bisschen gemütlich machen. Ja, das hier ist eine so eine Anschaffung, die ich gemacht habe. Und zwar ist das ein Stuhl von Walks Tool, so nennt sich die Firma. Und ihr wisst, ich habe mehrere Stühle und das sind hauptsächlich Stühle, auch mit solche kleinen Stühlen, die man ausklappen kann. Den Helikontext habe ich da. Und was aber bei diesen Stühlen halt ist, die sind halt sehr niedrig. Und da hat mir der hier gefallen, den habe ich übrigens beim Carlos gesehen. Liebe Grüße an dich. Und den fand ich total genial, weil der hat eine Höhe von 55 cm. Die anderen haben so meistens 39 cm. Und auf dem kann man ganz gut sitzen. Und den baue ich jetzt auch mal auf. So, das finde ich genial an dem. Hier kann man sich schön bequem hinsetzen und sitzt nicht ganz so auf dem Boden. Top! Ja, des Weiteren für solche Kurztouren nehme ich ja immer relativ wenig Sachen mit. Wobei, heute habe ich mal den Rucksack mit. Und diese ganzen Sachen, die ich heute mit dabei habe, bis aufs Tarp, passt alles auch in den Satchelbag rein von Helikontext. Aber dann habe ich mir überlegt, zum Beispiel hier, ich habe noch ein altes Stativ übrig, so ein Deppenzepter, so ein Handy, so ein Selfie-Stick. Und da habe ich mir überlegt, einfach hier unten dran, ich zeige es euch mal, hier so einfach ein Gewindestück dran zu machen. Ja. Und dann hier oben ist nochmal so eine Schraube dran. Und da passt natürlich dann hervorragend, das zeige ich euch auch mal. Da passt dann hervorragend die Titanplatte drauf. Das heißt also, wenn man die jetzt hier drauf setzt, würde die hier idealerweise drauf gehen. So, so sieht das Ganze dann aus. Ja, und jetzt kann man im Prinzip hergehen, sich hinsetzen, das Ding einfach ausfahren, in die Höhe, in die gewünschte Höhe, in die man es haben will. Ja. Und steckt das ganze Teil einfach hier in den Boden rein. Zack. Das war's. Und erstmal mit einem wunderschönen Messer einen Löffel schnitzen. Ja, so langsam wird's was.
Und Max, nächster. Hast jemand gesehen? Ah. Ja, Leute, ich werde jetzt hier meinen Kaffee gut genießen. Und ja, heute ist ja, sag ich mal, bei uns hier in Hessen, ich weiß nicht, ob das bundesweit ist, ist ja der ja, sogenannte Volkstrauertag. Und da habe ich heute auch schon wieder mal so an den einen oder anderen gedacht, der bei uns so in der Buschkraft-Szene aktiv war. Und auch schon leider gehen musste, diese Erde verlassen musste. Und auch an die vielen, die tatsächlich nicht rausgehen können, die krank da niederliegen. Und es sind einige, was ich weiß. Und denen wünsche ich auf diesem Weg gute Besserung. Und ja, seht zu, dass ihr wieder fit werdet. Dass die, wenn die Möglichkeit besteht. Und all meinen anderen Gästen hier auf meinem Kanal wünsche ich alles Gute, bleibt gesund und den Schluck trinke ich auf alle von euch. Also wenn ich mir den Pilz hier so anschaue, ich glaube nicht, dass man den essen kann. So wie der hier aussieht. Schön aussehen tut er ja, gell? Aber ich glaube nicht, dass der essbar ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ihr wisst, was das für ein Pilz ist, da wäre ich mal wirklich interessiert dran. Könnt ihr das wirklich gerne mal in die Kommentare schreiben. So sehen die aus hier. Die sind sie auf dem Boden auch nochmal. Wie gesagt, so sehen sie von der Kappe her aus. Ich hoffe, dass man es sehen kann. Und so sehen sie von unten her aus. Ja. Wenn ihr es wisst, gerne in die Kommentare schreiben. Das ist ein schönes Bettchen hier eigentlich. Aber es wird schon relativ früh dunkel hier. Das ist unfassbar. Jetzt hier. Das sieht auch interessant aus hier. Da ist die Rinde noch in Ordnung, da ist gar nichts mehr. Hier oben auch nochmal. Freunde, ja, das war's wieder mal. Ich habe hier schon alles wieder mal, wie ihr seht, zusammengeräumt und weggepackt. Ja, es wird hier schon echt hier, es ist jetzt gerade so mal später Nachmittag, also es wird hier schon, wahrscheinlich werdet ihr das auf der Kamera gar nicht so sehen, aber es wird hier alles dunkler. Deshalb werden jetzt noch eine, Max und ich, wir werden noch eine kleine Runde drehen, unsere Gassi-Runde. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr wieder mit dabei wart und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem wann ihr das Video schaut. Und alles Gute, bis zum nächsten Video. Euer Jörg.